Moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der 17. Ja, heute ist Salona da. Und ja, hier, also nett vom Lona, da ist einer aus dem Dorf, der Klemi. Und ja, der verteilt hier schön. Und ja, wir wollen jetzt gleich erstmal beim Häcksler fahren und dann abfahren. Ja, wir sind am Gras häckseln. Ich habe einen T7 und einen Krampel, den haben wir auch vom Lohnunternehmen. Und ja, dann fangen wir mal an. Tom fährt auch mit. Und dann haben wir hier noch einen, der schwadet. Ah, da drüben, ne? Max. Der soll noch ein bisschen schwaden. Da hinten ist noch eine Brocke, die muss wohl geschwadet werden. Und ja. So, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo der Häcksler ist. Ich schätze mal irgendwo da unten am Dorf. Eben, ich habe nämlich eben einen Wagen ausgesetzt, weil ich am Silo geguckt habe, wie es da aussieht. So, ja, hier ist alles noch zu fahren. Ja, Max, der fährt da hinten hin. Gucken. Ja, Max ist einer vom Lohnunternehmen. Aber halt mit unserem Schlepper. Aber wir haben halt da einen Schwader von ihnen dran gemacht vom Lohnunternehmen. Weil es geht ziemlich rund. Ja. Der steht hier irgendwie noch, keine Ahnung warum. Ist ja auch egal. Das sieht aber ganz gut aus. Einigermaßen. Oder doch gehen. Mal hier rüber und nochmal gepasst, ja. So, wo sind denn die jetzt? Haben wir hier drin. Ich schätze hier vorne. So, gucken wir mal hier rumkommen. Da hinten, was ich so. Alles schön mit vier Kreise geschwartet, das lohnt sich. Ja, Kronhäcksler ist da. Und da ist auch extra einer von der Nordsee. Der ist jetzt, also der fährt jetzt sogar hier, weil der irgendwie mit Bernd Verwandtschaft ist und deswegen fährt er. Naja. Ich bin mal gespannt, so wie voll ist denn der Turm. Wir fahren die jetzt von unten. Ja. Ein wirres Gewusel wird da wieder betrieben, aber es sieht ganz gut aus. So, fahren die. So. Und los geht's. Ja, ich habe kein passendes Funkgerät drin und das ist das Problem, deswegen höre ich die nicht. Ja, wir kriegen das ja schon irgendwie gleichzeitig. Jetzt konzentrationsarbeit hier rückwärts dran zu fahren, aber funktioniert. Aber ich wollte jetzt eben mal nicht drehen, weil das ist auch nicht gut für die Lenke mit so schweren Geschützen und auch nicht gut für den Boden. Und deswegen fahren wir einfach so. Oder klappt das?
Langsam. Langsam. Weiter, weiter, weiter. Zack. Fahren ist ja auch entspannt, geht gut. Relativ. Muss halt der Hexerfahrer viel am Rohr rumstellen. Aber naja. Ja. Aber geht ja. Da muss ich nicht zu viel drehen. Danke, dass du das war hier. Nicht ganz bei der Sache, du. Aber geht, geht, geht. Kriegen wir schon gebacken. So, zack, kommst du. Das war gleich die Übernahme, die mir gefolgt ist. Man weiß ja das bestimmt. Weg mit dem ganzen Gelöre. Geht ja gut, ne? Ja, Gerd wollte nicht helfen, der hat gesagt, ich mal lieber Abendessen, du, da ist jetzt die Kochertante. Ja, genau, du. Typisch, Tom. Typisch, echt, wieder. Ich würde jetzt sagen, Frau am Steuer ungeheuer, aber naja. So. Und auf wie geht's? Ist ja eine T6 kaputt oder warum steht er da so? Oder sei der Sonntag? Oder hat er auch so viel Ahnung wie die Kuh vom Sonntag, du? So, dann tue ich wieder aus und machen wir hier drin. Ja, hier steht auch eine schöne Schwaden, also das ist ja schon, gibt noch ein bisschen was, ist jetzt der zweite. Ersten haben wir leider schon verfüttert, aber deswegen haben wir jetzt immer mal was von der BGA, von dem Mais, der da ist, haben wir geholt. Haben wir halt was für die Kühe, aber in letzter Zeit ist es halt irgendwie, haben wir nicht mehr so viel Kühe, haben wir im Moment nur 30 Stück. Wir haben wieder ausgestallt, weil wir auch noch einen Teil hier am Umbauen sind im Stall. Und deswegen haben wir halt nur so wenig. Aber um halt so ein bisschen nochmal die laufenden Kosten zu decken, haben wir halt noch ein paar Kühe. So. Also, alles gut? Ja, so gut ist. Clemens war da gut. So, zack. Und weiter geht's. So. Ich schätze bei Dalin auch nochmal so 5 Waren von denen hier. Ja gut, was er da hinten jetzt auch geschwadet hat. Ich weiß ja, ob er noch dabei ist, aber hat er ja noch Schwaden. Da hinten ist das so eine kleine Ecke, die hat er auch noch dabei geschwadet. Und dann haben wir eigentlich schon ganz gut was. So, zack. Ja, genau, die kommen alle hinter der Hecke aus Geschoss, als gäbe es keine. Ja. Pfft. Fort.
zack, schöne Beule, aber da ist ja selber schuld, da halte ich jetzt auch nicht an, das ist ein Problem. Eben das Gegner gegen das Frontgewicht, das juckt mich nicht. So, können wir dann jetzt mal von der anderen Seite ranfahren, oder? Stehen da die Herr Spezialisten wieder? Oh, Entschuldigung. Ja, ich will Hexenklappe unten. Das sieht doch gut aus, das Bild. Gucken wir mal ein bisschen zu, wie sie das machen, ne? Ja, der Butze gehört jetzt zu Werner, also Verwandtschaft mit denen, und Werner gehört der Hexer, deswegen Hexenlieder jetzt. Der Schwader gehört auch Werner, und der hat halt jetzt auch mit Max, der ist auch noch dabei und im Team, und ja, deswegen holen die heute diese Marge mal rein. Sonst, ja, ne? Machen die. Und ja, die helfen dann auch beim Güllefahren und so Sachen halt, Mais häckseln. Aber jetzt Dreschen machen wir halt selber, wir haben ja unsere eigenen Drescher, aber ich denke mal, wenn das hier alles doch größer wird, dann haben wir uns entweder noch einen Lohner dabei oder, also ihn, die haben ja auch Drescher, oder wir holen unseren neuen Drescher, einen großen, aber, also der kleine ist unser Drescher nicht, ne, aber halt noch eine Nummer größer, am besten hier so Nexion, klein, also nicht den größten Nexion, aber schon ein kleiner Nexion oder so. Da geht alles rein. Bin ich wohl sonst hier drauf gefahren? Naja, nicht so schlimm. Ich fahr ja schon mal, kann ja schon mal zur nächsten Fläche fahren. Und ja. So, hier die Rabatten müssen auch mal wieder geschnitten werden, aber naja, passt. Dann soll er hier runterfahren. Ja, liebe Leute, aber ich sag dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Vielleicht starten wir, vielleicht hier, mal gucken, whatever, ne? Ja, dann hoffe ich auch noch, dass der erste Farmvlog bei euch gut angekommen ist. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, whatever. Und ja, ciao, liebe Grüße, Janni.